wir hatten eingeladen Herrn Hornhorst, Künstler aus Osnabrück, der das spektakulär. Frau Dr. Beilmann-Schöner, Leiterin der Städtischen Museen Rheine, begrüßte am 14. Februar 2020 den Künstler Mario Hornhorst, die Gäste und Kirchenführer und das fast komplette Pfarrbüro St. Dionysius. Die das Projekt auch vermarkten und denen ja natürlich ständig Löcher im Bauch. Dann freue ich mich, dass wir jetzt die Zeit gemeinsam haben und dass Sie auf die eine oder andere Weise dieses Projekt ja begleiten werden. Der Grund des Treffens war die Vorstellung und Besprechung der Installation des Künstlers Mario Hornhorst mit dem Titel Selig schaukeln, glauben, hoffen und lieben auf eigene Gefahr. In dieser Liebesgeschichte oder in dieser Beziehung unterwegs sein zu wollen. Es hat natürlich ganz viele Facetten und so eine Installation kann natürlich nicht alles berühren, alles thematisieren. So ist das auch gar nicht gemeint. Es ist sozusagen eine Möglichkeit, ungewöhnliche Erfahrungen zu machen. Mario Hornhorst hatte sich auf Einladung der Pfarrei anlässlich des Kirchenjubiläums ein Jahr lang künstlerisch mit der Stadtkirche auseinandergesetzt. Besonders angetan war er von den mit Weinranken geschmückten hohen Gewölben. Hier hätten die Erbauer der Kirche vor 500 Jahren ein Abbild des Himmels geschaffen. So reifte die Idee in ihm, diesen Himmel dem Betrachter näher zu bringen. Ich habe jetzt im Vorfeld gesagt, es geht mir ein Stück weit darum, den Himmel etwas weiter auf die Erde zu bringen. Das heißt, das Jenseitsversprechen des Mittelalters einfach nochmal zu überprüfen, inwieweit hält es eigentlich unser Betrachter. Ergebnis? Eine doppelte Himmelsschaukel, welche die Schaukelnden nicht nur einander näher bringt, sondern auch dem Himmel im Gewölbe. An denen zwei Menschen aufeinander zusammenstehen. Montiert werden die zwei Schaukeln dann im Mittelgang der Kirche. Da Sicherheit an erster Stelle steht, ist nur ein betreutes Schaukeln möglich. Angeschnallt und eben unter Aufsicht der Kirchen- und Gästeführer. Also wir haben uns überlegt, wie kann er da jetzt nicht einfach hängen und jeder Schaukel da so rum. Das sagt ja schon der Name Schaukelbegleitung. Und wir haben uns überlegt, es soll fest definierte Zeiten geben, wo man schaukeln kann. Und diese Zeiten sollen begleitet werden. Und also grundsätzlich ja von Aschermittwoch bis Ostern, bis Karwoche ist erstmal angefallen. Und dann sonntags nach dem Gottesdienst, der um 10:45 beginnt, bis um 1. So, Pi mal Daumen. Ergänzt wird die Installation durch 12 kreisrunde, bewegliche Spiegel im gesamten Kirchenraum. Diese gestatten dem Betrachter ebenfalls die verschiedensten Blicke in den Gewölbehimmel. Das Vorstellen, eine Scheibe, 60 cm, in diese Scheibe ist eingraviert ein Text. In diesem Text. In den Spiegeln eingravierte Texte des Neuen Testamentes oder von zeitgenössischen Theologen laden zur Auseinandersetzung mit der Kirche in der heutigen Zeit ein. Und ist Gott nicht dort abwesend, wo die Menschen ihn nicht mehr oder allzu sehr zu kennen glauben und meinen, über ihn verfügen zu können? Organisatorische Fragen der Kirchenführer wurden geklärt und auch Bedenken und Anregungen besprochen. Und so kann ab Aschermittwoch in der Stadtkirche von Rheine geschaukelt werden.